Name ist Stefan, ich bin 22 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Deutschland. Bevor ich zu Isha kam, war mir nicht genau bewusst, was es heißt, Volontär zu sein. Erst als ich in Hamburg beim Inner Engineering als Volontär dabei war, war mir klar, ich will davon mehr sehen, ich will mehr Volontärtätigkeiten machen. Und die beste Möglichkeit war natürlich das Ashram, weil ich hier umgeben bin von anderen Personen, die dieselben Interessen teilen und weil die Energie natürlich hier auch und einen dabei unterstützt. Ich bin für ein Jahr in die Staaten gereist, um dort mein Au-pair zu machen und die Sprache zu vertiefen. Als ich zurückkam, war ich aber immer noch nicht wirklich inspiriert. Ich wusste nicht, was ich machen will. Ich wollte nicht einfach irgendwas machen, weil jeder irgendwas macht. Ich wollte etwas machen, was wirklich einen Hintergrund hat, etwas verändert. Ich sah mir einige Sadhguru-Videos an, eines davon, was sollte ein 20-Jähriger machen. Und als ich das Video gesehen habe, hat das Sadhguru empfohlen, dass ein 20-Jähriger einfach nur raus aus zu Hause, raus von dem, was einen sonst so beeinflusst. Und er bietet die Möglichkeit hier im Ashram an, so einen Ort. Und deswegen bin ich hierher gekommen. Nach diesen 7 Monaten möchte ich zumindest etwas machen, das ein wenig Veränderung in die Welt bringt. Etwas, das ich nicht nur mache, weil ich was draus ziehe, sondern weil alle anderen auch etwas davon haben. Eine Sache, die ich mir da vorstellen könnte, wäre zum Beispiel das Hatha Yoga Teacher Training, weil das Yoga am Morgen für mich zumindest war etwas, was ich konnte meinen Tag nicht besser starten als mit Hatha Yoga. Zu Beginn hatte ich große Schwierigkeiten mit Hingabe und Dankbarkeit. Es fiel mir sehr schwer, mich wirklich darzubieten, etwas zu tun, ohne was zurückzuerwarten. Aber bestimmte Aktivitäten, wie zum Beispiel das Servieren in der Big Show Hall oder das Volunteering für bestimmte Programme und das Linga Seva, all diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich mich mehr verbunden mit den Menschen gefühlt habe und dadurch auch wollte, dass andere Menschen Nutzen draus ziehen, nicht nur ich einen Nutzen draus ziehe.